Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Xarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Xialin, Xialin, Xialin! Ja, was? Wo bist du denn? Ich versteck mich hier hinter Fabian. Ah, ja, Fabian mogelt sich in die Folge rein. Ja, Frechheit. Frech, frech. Wir versuchen das schon immer so zu machen, dass ihr nicht reinkommen könnt bei diesen Special-Folgen, aber gut. Naja, egal, wenn er das unbedingt will. Ich hab ihm gesagt, er spoilert sich dadurch, aber muss er halt damit leben. Tja. So. Genau, wir haben heute zwei tolle Sachen, die wir gebaut haben, zu präsentieren. Die du gebaut hast, ja, gut, ich gebaut habe. Vor allem das hier. Ich habe sie auch schon so ein bisschen gesehen. Ja. Das stimmt. So. Und das ist so cool. Fangen wir mal an. Also ich würde sagen, du gehst vor, ich laufe dir hinterher, damit wir sehen, wie du reagierst. Okay. Juhu, Treppe. Yay. Ich nehme an, es geht hier hoch. Ja. Aber schau mal, ich häng fest. Du hängst fest. Jetzt. Meine Bäume. Oh, guck mal, hier kann man hüpfen. Oh. Höllenspiel. Ha, eins, da, 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 zwei, da, 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 juhu. Yay. Sieg. Cool. Ja, ich hab's ja schon so ein bisschen gesehen. Ja. Du kannst ja immer nicht lassen, mir zu zeigen. Ja, das ist halt so schwierig, wenn man da wochenlang an etwas am Bauen ist. Und genau, das ist dein Aquarium. Ja. Genau, da oben schwimmt so ein... Fliegt. Ja, fliegt, schwimmt so ein etwas Größeres. Da ist Schnapp die Schildkröte. Dann haben wir da Fische. Und da hinten ist eine Moräne. Ja, das ist saugeil. Schau, die kommt raus. Die Moräne Kuckuck. Ist cool, ja. Und ich mag die Schildkröte, die ist so süß. Ja, die Schildkröte ist voll süß. Ja, komm her, Schildkröte. Oh, ja, komm zu mir. Oh, guck mal, sie mag dich, glaube ich. Hallo. Oh, jetzt schwimmt sie weg, jetzt hat sie Angst. Jetzt ist sie ist, glaube ich, vor dem Fabian erschrocken, weil er mit dem Hammer hier rumhaut. Die Fische sind auch süß, das sind so Schwarmfischlein. Genau, die schwimmen so in der Gruppe so ein bisschen umher. Voll cool. Gell? Ja, und hier kann man sitzen dann. Schön zugucken, genau. Wie die schwimmen. Kann man die Fische beobachten und so. Schön. Unterm Baum. Ja. Oh, ich guck mal durchs Fernglas. Genau, hier gibt's ein Toilettenpapier-Fernglas. Funktioniert nicht. Ich guck in die Röhre. Siehst du meinen Arsch? Ja, schön. Eine Arschbacke links, eine Arschbacke rechts. Und ein Souvenirshop. Ich möchte gerne eine Ente als Souvenir mitnehmen. Genau. Den Souvenirshop könnt ihr übrigens runterladen. Der ist jetzt da unten in der Beschreibung verlinkt. Ohne den Roboter da hinten, der ein bisschen hässlich geworden ist, aber ich wollte einfach irgendwie mal ein bisschen Blödsinn machen. Verkäufer, komm. Bitte, ich will die weiße Quietscheente, die ist so süß. Was, Hupe? Ja, hier ist eine kleine Hupe. Man kann den Wagen, könnte theoretisch den Wagen umherschieben, aber... Ja, die ist fest. Ich bin zu blöd dafür. Juhu, Souvenirs. Wer kauft bitte Klorollen als Souvenir? Oder sind das auch Das Fangläser? Sind besondere. Siehst du nicht die Fischform von den Herzen? Ich hätte gedacht, das sind... Was darf es sein? Die weiße Ente. Und da sind Schuhe. Juhu. Was machst du da? Du das? Ja, das bist du. Ich will ihn nicht mehr sehen. Guck lieber deine Fische an, die sind so süß. Oh. Fichi. Ja, manche sehen es vielleicht oder haben es schon gesehen. Da sind so... Psst. Okay. Nein. Das sind so Glasdinger und durch das Blaue hier überall geht es so ein bisschen unter. Und genau, durch die Bewegung sieht es dann da aus, als würden die da drin schwimmen. Die Schildkröte ist so süß. Ja, die Schildkröte ist cool. Die werde ich demnächst auch noch ein bisschen modifizieren. Dann kann man sie überall benutzen und damit rumreiten. Ui. Ja. Ich will haben. Ja. Ich will haben. Ja, die wirst du kriegen. Das brauche ich. Schildkröte. Kriegt dann oben einen schönen Sattel drauf und dann kann man damit ein bisschen rumreiten. Und die Moräne ist auch cool, wenn sie da aus ihrer Höhle kommt. Ja. Und dann guckt sie ein bisschen, dann geht sie wieder rein. Wieder weg so. So wie Moränen sich halt einfach verhalten. Ja, ne? Wirklich. Ja. Aber der Souvenirshop ist auch so süß.
Ja, der ist wirklich süß geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so toll wird. Das sind zwar komische Souvenirs, die man hier kaufen kann. Schuhe ja, mit Beinen drin. Ich hätte auch Blöcke hinlegen Klopapier. Können. Das sind halt die Besonderheiten in diesem Spiel. Ja, oh, das stimmt. Danke fürs Toilettenpapier. Ich bin dann mal kacken. Tschüss. Hier gibt's kein Klo. Stimmt. Warte mal, wir haben doch diese kleinen... Hast du diese kleinen Klos? Hab ich die eben doch drin? Weiß ich nicht, was fragst du mich? Schau mal. Bäm. Oh, ich habe ihm voll eine mitgegeben. Entschuldigung. Ich schau mal. Klo, Klo, Klo. Und nochmal. Bäm. Klo, Klo, oh, Klo, Klo, Klo. Bäm. Nee, ich glaube kein Klo. Bäm. Kein Klo. Kein Klo, da musst du halt irgendwann noch eins hinbauen. Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Beziehungsweise was mir vorhin einer gezeigt hat. Drück mal auf den Knopf. Der Fabio steht eh gerade gut. Fabio? Wo ist ein Fabio? Fabian, Entschuldigung. Boah, jetzt leckt's aber. Ja. Das sind wohl 42 Düsen in einem Ding drin. Hä? Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Was? Ja, da sind 42 in einem so einem Teil drin. Deswegen geht es so krass ab. 42? Ja. Okay. Oh, jetzt habe ich es aufgelöst. Ich musste das mal auf einer anderen Map zeigen. Wenn man dann dieses Teil wegmacht, dann fliegen alle 32 Dinger durch die Gegend. Echt? Ja. Bloß nur nicht hier. Nee, machen, nicht hier. Weil dann haben wir ein Problem. So, ja, dann wechseln wir doch noch zur anderen Map. Ja. Und dazu machen wir jetzt kurz einen kleinen Break. Juhu. Und da sind wir auch schon wieder in einer neuen Map. Und ihr werdet staunen, was das hier jetzt ist. Ja, wir drehen uns einfach mal um. Bum, 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 bum. Bowling Center. Ja, ich hatte ja letztens diese geile Idee mit den Blöcken kicken, schlagen oder was auch immer. Und ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Fast 2 Wochen sind wir jetzt hier so ein bisschen immer mal da dran am Bauen. Ja, vielen Dank an Flo mit den Lichtern. Das habe ich jetzt zuletzt eingebaut gehabt. Der Flo hat mir gezeigt, wie das mit den Lichtern funktioniert. Und ich denke, wir gehen jetzt mal einfach rein, oder Xiling? Ja. Ja. Ich bin genau dabei. Also was sofort auffällt, ist natürlich, dass der Kegel so schön wirbt. Dieses Bowling Center, also Bowling, hat die liebe Xiling gebaut. So, ja. Dann haben wir hier so schöne Schiebetüren mit Sensoren, die aufgehen, wenn man rein und rausgehen möchte. Die ist cool, die Tür. Ja, die ist echt gut geworden. Du stehst am Sensor, Xiling. Oh. Oh, jetzt stehe ich im Sensor. Jetzt wieder ich. So, jetzt. Jetzt aber. Geh zu. Geh zu. Geh zu? Geh zu. Die geht gleich zu. Liebe Tür. Vorführeffekt. Cool. Naja, jetzt brauchen wir erstmal Bowlingschuhe. Schuhe, ja. Jetzt geht sie zu. Jetzt ist sie zu. Super. Sehr schön. Ich will Schuhe. Schuhe? Bitte. Ja. Schön. Danke. Ja, ich nehme mir auch welche. So, ich nehme sie mal. Deine sind rot. So. So, ja, genau. Das Coole ist, man kann bei dieser schrägen Tür die Sensoren ausschalten. Sprich, man kommt dann nicht mehr raus und nicht mehr rein. Sprich, wenn der Laden geschlossen ist, kann ich hier einfach die Sensoren nach oben fahren. Und ja, das Geschäft ist geschlossen. Ja, schauen wir uns mal die Bowlingbahn an. Oh je. Und da fällt uns sofort auf, ja, 3 Bahnen sind irgendwie gesperrt. Ja, leider schafft es das Spiel noch nicht. Wir haben jetzt so 15, 20 Bilder pro Sekunde. Ich bin gespannt, ob das überhaupt mit den Kegeln jetzt so funktionieren wird. Schauen wir mal. Sind deine Sitzecken hier schön? Ja, die sind voll cool geworden. Sieht kuschelig aus. Ja, das ist halt so eine etwas schickere, teurere Bowlingbahn, Center, Lotion, was auch immer. Das Lustige ist, es heißt Bowling und eigentlich ist es Kegel. Ach so. Naja. Ja, du hast ja nur den Unterschied weiß eh fast keiner. 9 Kegel. Bowling hat 10 Pins. Ja, egal. Hier ist ein schöner Getränkeautomat. Hier kann man Fanta, Wasser und Cola. Was ist Cola? Das Rote? Das Rote ist Cola, genau. Oh. Ich hab Cola. Musst du schon aufs Klo? Ja, ich will mal gucken. Ja, guck mal. Darf ich mit ins Männerklo? Ja, also das Klo hat die Xiling gebaut.
echt schön geworden. Aber nicht, weil ich Klos so gerne habe, wie mittlerweile scheinbar alle denken, sondern weil der Xaro gesagt hat, bau mal Klos. Und ich gesagt, ja, okay, dann baue ich halt Klos. Ja, ich find's geil, also. Ja, aber irgendwie denken mittlerweile alle, ich mag Klos so gerne. Mach doch nix. Alle Klos bauen sind toll. Klo für mich oder irgendwas mit Klorollen. Ja, Klos sind natürlich auch toll, aber... Ich stell dir mein Leben vor ohne Klos. Ja, das wäre schon... Jetzt macht... Hey. Ich will nur mal gucken. Man soll schon ans Klopapier drankommen. Ja, das mit dem Licht ist echt schön. Den Spiegel hier rein. Mhm. Toilette, eine Klimaanlage. Super, alles, was man braucht beim Kacken. Sehr ja, schön. Eine Klimaanlage, damit man nicht so schwitzt. Genau. Nein, die Klimaanlage war eigentlich nur da, um die Dinger zu verstecken. Die... Hey! Hä? Das Bad ist ja viel schöner. Ja, das ist ja auch für die Frauen. Alter! Das ist ja viel schöner, schaut mal. Aufs Frauenklo mit gehen. Weiß und so gewechselten Dingern und rotem Licht und voll das Riesenspiegelding. Oh. Ja, Männer brauchen doch keinen so einen Riesenspiegel, oder? Wie Frauen. Naja. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal realistisch. Die Männer werden auch mehr eitel. Guck mal, das sieht ja aus wie so ein Gäste-WC. Das ist doch voll scheiße. Das ist ein WC. Außerdem stinkt es da drin. Gerade hast du noch gesagt, voll schön mit Licht und so. Ja, aber ich habe jetzt halt das Frauenklo gesehen. Ja, du hast jetzt die offizielle Erlaubnis, aufs Frauenklo zu gehen. Danke. Ich habe gedacht, das hier ist Männer-Style. Ja. Voll. Also hatte ich keine Muße mehr. Das ist voll komisch. Voll so. Komisch. Es geht ja ums Kegeln, nicht um das Klo gehen. Ich zeig den Leuten mal noch schnell ein bisschen die Technik, wie das hier funktioniert. Also wir haben hier den schönen Technikraum. Alles, was ihr hier seht, funktioniert irgendwie. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber es hat alles so seinen Sinn. Wie kriegst du die Tür auf? Da hinten unterm Tresen ist ein Knopf. Ah. Ja, genau. Okay, nicht schlecht. Genau, dann guckt mal hinter die Bowlingbahn. Kann man hier mal ein bisschen gucken. Also hier sind die ganzen Rollen. Diese Rollen dienen dazu, dass die Kegel dann hier reingefahren werden, dann hier rüber gedrückt werden und dann wieder zurückkommen, inklusive Kugel. Und diese Sensoren bedeuten, dass man vorne sieht, oh, da hängt gerade ein Kegel oder eine Bowlingkugel. Und man kann dann den Knopf drücken neben dem Licht und dann drückt dieser Hebel hier den Kegel wieder in seine Richtung. Auch hier und das da und da hinten sind noch ein paar so Stellen, damit, wenn es mal Stau gibt, dass man da ein bisschen mitwirken kann, ohne dass man da hinten alles aufreißen muss. So. Hey, gemein, du hast innen auch einen Knopf. Ja, natürlich. Du denkst ja mit. Ach. So eine Scheiße. Ja, so eine Scheiße. So, hier sind diese komischen Leuchtdinger. Wenn man hier sieht, dass da so ein Licht leuchtet, dann kann man hier den Knopf drücken. Und wenn hier ein Licht leuchtet, dann den und dann den und dann den. Genau. So. Ja, lass uns mal testen. Ja. Ich hab's noch nicht getestet. Genau. Ich bin gespannt. Also, wenn man hier so die Tür aufmacht, dann sieht man hier so hier diese Position. Man visiert diesen schwarzen an, zieht drei Striche nach unten. Warte mal, machen wir es dabei so. 1, 2 nach unten und nimmt den oberen weg. Dann fällt der Kegel da unten auf den Sensor und das machen wir jetzt dann nochmal. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil das einfach spielmäßig sehr anspruchsvoll ist. Also noch geht. Ja, sag mir, wenn es nicht mehr so gut geht. Wir müssen ja nicht alle nehmen, vielleicht nehmen wir den hier noch. Ja. Müssen ja nicht alle sein. Keine Ahnung, machen wir es mal so. Jetzt habe ich 10 Bilder pro Sekunde. Mehr sollten es dann wirklich nicht werden. Kegel hast du jetzt hingestellt, okay. Das ist cool. Dann das sind das die... Ah ne, die schwarzen, die hast du hingestellt. Die schwarzen, das sind die, die ich hingestellt habe, genau. Achso, und die leuchten, wäre dann so ein... Yay, du hast es umgeschmissen. Genau, richtig. Aha. Und wie kegel ich jetzt? So, jetzt kommt hier ein Kegel hin. So. Den machen wir weg. Du bückst dich und schlägst ungefähr mittig drauf mit dem Hammer. Warte mal kurz, ich nehme jetzt Kannst du mich von hinten führen? Warte. Warten, okay. Warten ist meine Stärke. Ja, ich weiß. So, dann probier da mal Glück. Also bücken und mittig. Ja, also mittig. Wow. Ja. Und zu kurz. Zu kurz. Ich will nochmal. Neuer Versuch. Warum war ich so weit weg wahrscheinlich, oder?
Das kann sein. Oder muss ich mich so leicht schräg hinstellen, weil sonst hau ich ja. Muss das auch nicht anmalen für mich. Ja, das passt ja eigentlich gut, das stimmt. Gut, man erkennt dann nicht mehr, was war, aber ist ja wurscht. Das passt schon. Und? Warte. Ich bin noch ein Stückchen vor, wieso hüpft die so aus dem Rücken? Und? Ja. Wieso kann ich das nicht? Okay, zeig du mal, wie es funktioniert. Ja, ich probier's mal. Ja, eigentlich war es ja auch so gedacht, dass die Kegel, die umfallen, dass die dann eingesammelt werden und wieder neu eingeführt werden und wieder dann da so stehen. Aber das war ja spieltechnisch ja noch schwieriger möglich. Naja, also habe ich es so gemacht, dass die Kegel einfach zurückkommen. Würde ja die zweite Bahn gehen, dann könnte man parallel spielen, sprich einer spielt die eine Seite und man macht dann immer abwechseln und der halt als erst fertig ist, hat gewonnen. Aber okay. Das ist ja, das funktioniert halt leider irgendwie nicht. So, schön mittig und bam. Wieso kannst du das? Ich weiß nicht, ich habe halt und? Schon ein paar Stunden probiert. Aber mein Kegel hat nichts. Oh doch, einen hat er geschafft. Es leckt nur zu sehr. Ja. Einen hat er umgeworfen. Jawohl, und jetzt leuchtet das Licht, ist ja cool. Genau. Und das wird jetzt weggefahren. Genau, die kommen dann irgendwann hier drüben wieder an. Jetzt will ich auch nochmal versuchen. Ja. Stellst du dich mittig vor den Kegel? Mittig vor den Kegel stellen, Hammer genau. Mittig ja. Hin. Also so, dass der Charakter mittig steht oder dass die Maus mittig die ist? Die Maus. Der Charakter ist egal. Also der Charakter steht dann so nebendran sozusagen. Ja. Vielleicht gießt du in Ego-Perspektive. Ach so. Ja. Fast. Fast. Ich will nochmal versuchen. Ja. Wir sehen gerade hier einen Kegel, der hängt. Schauen wir mal, dass wir den mal schubsen. So, jetzt passt's. Woher wusstest du, dass ich nicht in Ego-Perspektive bin? Ja, weil du immer in Third Person spielst. Oh, das leckt gerade übel. Oh, der war nicht schlecht. Der hatte Kraft dahinter, aber der ist gegen war die Wand schräg. Geflogen. Mano. Du schaffst das noch. Sie macht Übungen. Ja. Ich schau, wie. Was ist, wenn ich mich seitwärts stelle? Seitwärts? Ja. Damit der Hammer so drauf haut. Na. Nee, das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Das war die Frage. Okay. Das geht nicht. Ich glaube, ich übe das mal anders. Ich krieg das nicht mehr hin. Ja, dann will ich jetzt wieder mal. Einmal will ich noch. Okay, probier mal. Komm schon. Ja! Jawohl. Ja, aber... Also, oh, ich das war jetzt aber fies. Der war aber gut. Der war echt gut. Das hat jetzt aber den Kegel umgeschmissen, den du auch hattest. Ja. Der war aber echt gut. Oh, schau mal, da leuchten zwei Lichter. Ja, drück mal ein Knöpfchen. Wie war es gedrückt? Halten wir. Ja, genau. Und jetzt? Schauen wir mal. Könnte schon wieder passen, vielleicht. Kommt da, ist da schon was zurückgekommen? Zurück. Ja, da kommen gerade welche. Ui, da kommt es zurück. Oh, wie schön. Es dauert so, aber. Achso, was hängt da? Leuchtet schon wieder was. Oh, ja, alles das leuchtet. Hängt immer wieder mal. Oh, es leckt dich immer mehr. Achso, weil du mehr Bälle nimmst. Ja, je mehr Bälle da. Das Problem ist, sind diese Blöcke, die da auf den Rollen sind. Das fordert voll Rechenleistung. Deswegen ist es auch so krass, wenn man da alle Kegel hin tut, dass das richtig funktioniert. Also das liegt halt einfach auch an dem Spiel. Ja! Oh, zu hoch. Aber man muss schon sagen, das sind ja über 30, 40 Bearings, die da auch rotieren. Wobei ich gemerkt habe, dass die Bearings gar nicht so dran schuld sind. Schon mal Verbindungstool angemacht? Ja, vorhin schon. Ah, hier, okay. So. Die gehen alle dahinter. Also das ist schon krass, was hier verbunden ist. Da hinten ist was los. Achtung! Au! Hast ja recht, man darf die Bowlingbahn nicht betreten. Leck, leck, leck. Ich will das schaffen. Ich will auch nochmal. Okay. Oh, jetzt habe ich zwei weggenommen, aber man kann ja einen draufsetzen. So, probier mal. Du schaffst das, Xirlin. Huch, das gut doch ging. Ja, der war nicht schlecht. Hm? Ich helfe mal nach. Ich mach auch mal drauf. So. Wir stehen einfach zu weit weg, das ist es. Warte. Nee, eigentlich passt das.
Genau, das ist der richtige Abstand. So. Das ist der richtige Abstand. Schon klar. Das würde ich auch sagen. So, alle Kegel sind gefallen. Ich gehe jetzt mal hinter. Gleich nicht mehr spielbar. Ja, geh mal hinter. Ich drück Knöpfchen dann. Ja, du drückst Knöpfchen. Komm mal hin. Die Tür auf. Oh. Übel. Oh, ich habe jetzt gerade mal 8 Bilder pro Sekunde. Reicht, reicht. Wie viel hast du? Also, das siehst du wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich weniger. So, ich schau mal. So. Bist du da? Ja, ich bin da. Dann drücke ich jetzt mal hier, leuchtet. Ja, es leuchtet alles, oder? Nein. Das hier leuchtet. Bringt das was? Nee. Dann drücke ich jetzt das hier, das blinkt. Ja. Das geht aber nicht, weil der den hier blockiert. Ja, genau. So, jetzt kannst du drücken. Das hier? Ja. Genau. Hep. Rein mit dir. Jetzt blinkt das hier auch wieder. Ja, genau. So, der muss noch ein bisschen weiter rollen. Lass den mal los. Ja, ich baue mal hier ein paar Dinger weg. Dann am Dings vorne, ja, genau, dann läuft es wieder ein bisschen die besser. Die kommen gerade an hier. Ich baue jetzt mal weg. So. Ja, der Wille war da. Der war besser, dass das hier funktioniert. Aber natürlich... Ja. Oh, hier ist... Nee, doch nicht. Ich dachte, hier wäre Stau. So, ich habe wieder mehr als 10 Bilder pro Sekunde. Ja, das ist halt... Das Problem ist halt einfach die Engine noch. Aber wenn das dann irgendwann mal läuft, dann machen wir das mal fertig. Ja, dann kann man alte Projekte wieder aufnehmen. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich aber auch. Coole Sache. Ist irgendwie witzig. Ja. Also macht trotzdem Spaß, obwohl es nicht so gut funktioniert. Ja, natürlich macht es trotzdem Spaß. Aber. Und schön ist es geworden. Ja, schön ist es vor allem geworden, das stimmt. Ja, die könnt ihr übrigens runterladen, die Map und die andere auch mit dem Aquarium. Könnt ihr euch dann anschauen. Selber ein bisschen probieren, vielleicht habt ihr ja neue Ideen oder so. Vielleicht bastelt ja noch jemand ein Hai für dein Aquarium. Genau. So, jetzt kann ich hier den Knopf drücken. Und dann kann keiner von draußen mehr reinkommen. Wie? Hier ist ein Knopf, schau. Ja, ja, den habe ich schon gesehen. Ladenknopf. Genau. Achso, dann ist die Tür aus, oder was? Da ist die Tür aus, genau. So, ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe hier geparkt. Genau. Juhu. Ich habe genug Geld aus dem Fenster geworfen und habe nichts gerissen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Sind wir fertig? Ja. Ja. Ich denke, außer du hast noch sowas Cooles. Nee. Ist genug für heute. Scrap Mechanic. Oh, die Map leckt. Ja. Aber je weiter man wegfährt, desto besser wird's. Echt? Ich habe wieder fast 20 Bilder pro Sekunde. Schön. Ja. Und das mit dem Rechner, das ist schon, ja. Also es liegt nicht am Rechner oder an den Ressourcenverbrauch, sondern es liegt einfach daran, dass das Spiel halt einfach noch in Entwicklung ist. Naja. Ja, dann sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst unten einen kleinen Like da. Ladet die Maps runter. Und sagen wir ciao, oder? Frag doch nicht immer mich. Doch. Ja, okay. Sag was tschüss. Machst du, wenn ich jetzt Nein sag? Dann nix. Okay, tschüss. Tschüss.